herzlich willkommen zu unserer Schweden-Rundreise Vlog Nummer 12. Ja, wir sind hier mal rausgefahren, haben einen spontanen Parkplatz im Wald an einem Badestrand gefunden, gesichtet und sind jetzt hier mal zum Strand gelaufen. Ganz alleine, einsam. Gucken mal, ob wir jetzt hier Päuschen machen oder bleiben. Entscheiden wir dann. Auch wenn das Wetter heute nicht so schön ist, verbringen wir hier den Nachmittag. Die Mücken haben uns hier übrigens auch wieder gefunden. Wasser, Wald, wenig Wind, milde Temperaturen, das mögen sie einfach. Alle Übernachtungsplätze mit Koordinaten und Link zum Anklicken, dass ihr auf eine Google Maps Karte kommt, findet ihr übrigens auf unserer Homepage in einem ausführlichen Reisebericht. Und auch die Nacht war auf diesem Waldwanderparkplatz sehr ruhig. In der Hauptsaison wird hier bestimmt mehr los sein. Also wir sind jetzt in Umeå, wo wir auch die Mama vom Flughafen morgen abholen wollen. Sind jetzt, das ist unser dritter Versuch, einen Bankomat, einen Geldautomaten zu finden. Hier einen Parkplatz zu finden in der Innenstadt ist gar nicht so einfach. Muss man halt ein bisschen laufen, aber wir haben halt trotzdem gerade so einen 5-Minuten-Platz hier entdeckt. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Bankomaten hier erwischen. Ja, witzige Geschichte. Meine Bankkarte war nicht freigeschaltet für Schweden. Geil, oder? Also ich hoffe mal, dass alles, was wir bisher einkaufen waren, getankt haben, gekauft haben, nicht gezählt hat, weil ging ja wohl nicht. Ja? Sonst hätte ich ja bisher auch nichts kaufen können. Naja, auf jeden Fall, nachdem sie dann freigeschaltet hatte, ging die Karte und ich konnte wieder Geld abheben und damit bezahlen. Das ist witzig, oder? Also Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Naja, jetzt haben wir uns hier noch was zu naschen geholt und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ja, wir sind in Umeå. Wir haben fast den ganzen Mittag-Tag damit verbracht, in verschiedenen Läden einkaufen zu gehen. Wir haben Lidl gesucht. Klingt geil. Deutsche, die in Schweden Urlaub machen und dann Lidl suchen. Weil wir einfach im Ica oder Coop nicht so die passende Wurst finden, die uns schmeckt sozusagen. Das schwedische Zeug ist echt ein bisschen seltsam. Und beim Lidl gibt es dann so ein paar normale Produkte, die wir sonst essen, beziehungsweise die Kinder. Und dann haben wir aber noch ein Kühlpack gesucht, weil unser Kühlpack hier kaputt gegangen ist für mein Knie oder wenn die Kinder mal was haben. Und sind dann noch rumgefahren. Dann haben wir Spielplätze gesucht, dass wir noch irgendwie in dem Alter ein paar Abenteuerspielplätze hier was finden. Und sind aber nicht fündig geworden. Da wäre einer, aber da hätte man ja hinlaufen müssen. Und da, wo man parken konnte, da braucht man so eine Park-App. Und die Park-App Parkstar funktioniert als Deutscher in Deutschland und als Schwede in Schweden, aber nicht als Deutscher in Schweden. Und lauter solche kleinen Hindernisse. Jetzt habe ich hier über Park for Night so einen Park-Stellplatz gefunden, für die Nacht wenigstens. Das ist eine super schöne Ecke hier. Also super schöne Ecke für, dass es eigentlich mitten in der Stadt ist und ein kostenloser Platz ist, steht man schön am Wasser. So formuliert vielleicht. Und jetzt verbringen wir hier wahrscheinlich die Nacht. Und dann gucken wir morgen, wie wir die Zeit überbrücken und dass wir noch einen Spielplatz finden, um die Mama beim Flughafen abzuholen. So sieht's aus.
Ja, also es ist Wahnsinn. Also selbst hier, wo eigentlich in der Nähe die Autobahn ist und das nur so ein Mini-Halbinselchen hier ist gerade, gibt es also einen 2,3 Kilometer Rundwanderweg. Das ist unfassbar. Haben die hier überall Wanderwege, Aussichtspunkte. Wüsste jetzt gar nicht, wo man hier so weit kommen soll auf der Karte. Das geht gar nicht so weit am Wasser eigentlich entlang. Sehr spannend. Die benutze ich jetzt gleich. Dies ist übrigens auch nicht einfach nur irgendein Wohnmobil-Übernachtungsplatz. Hier in diesem Flussdelta fließt das Süßwasser des Flusses in das Brackwasser des Botnischen Meerbusens. Hier kreuzen sich zwei wichtige Vogelzugwege und hier findet man Kulturlandschaft und Nadelwälder neben seichten Deltabereichen und Laubwäldern. Die Vielfalt der Lebensräume ermöglicht eine reiche Tier- und Pflanzenwelt. Der kurze Abstand zwischen dem Delta, das Übernachtungsmöglichkeiten bietet, und der bäuerlichen Landschaft mit ihrem Nahrungsangebot macht das Gebiet zu einem Vogelrastplatz von internationaler Bedeutung. Im April während des Vogelzugs können Zehntausende von Gänsen, Kranichen und Schwänen gleichzeitig auf der Ebene rasten. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit, bis wir Caro am Flughafen abholen, und so versuchen wir den Tag bis zur geplanten Ankunft so sinnvoll wie möglich herumzukriegen. Ja, ich war jetzt im Telia-Laden hier in Umeå nochmal und habe eine andere zweite Internetkarte geholt, da das andere 30 GB schon verbraucht waren. Und jetzt machen wir hier gerade noch eine Runde einmal aus dem Rumlauf weiter. Ja, also das ist krass, wenn man das mit unseren Einkaufshäusern vergleicht, wie voll das an so einem Tag zu einer Mittagszeit ist. Und hier in der Großstadt ist alles leer. Also das ist echt der Wahnsinn. Da ist man allein am Einkaufen hier. Hier ist auch noch ein Ikea dran. Da könnte man fast allein durch den Ikea laufen, als ob da geschlossen wäre oder Privatöffnung. Also es gibt schon Sachen in Schweden, die gibt es gar nicht. Hier in diesem Einkaufszentrum gibt es einen Familienaufenthaltsspielraum, oder wie man das immer nennen will. Hier hat man so eine Spielecke. Hier draußen sieht man übrigens den Parkplatz und da hinten unser Wohnmobil. Dann kommt hier ja so eine kleine Lounge-Ecke. Dann gibt es ein extra großes familienbehindertengerechtes Bad, eine Wickelstation und noch eine kleine Küchenecke mit Mikrowelle. Geil, oder? Ja, auch mal interessant. Wir sind ja jetzt hier heute am Donnerstag, 20. August, am Warten auf die Mama in Umeå, in der Stadt, also in der Nähe vom Flughafen. Haben wir uns jetzt im Wohnviertel hier einen kleinen Abenteuerspielplatz mit Piratenschiff und Fußballplatz rausgesucht. Die Kinder spielen jetzt hier gerade ein bisschen und wir machen ja hier Päuschen, Relaxing, bis es soweit ist zum Abholen. Beziehungsweise ich mache gar nicht so Relaxing, sondern ich bin gerade mal wieder am Videoschneiden und nutze die Pause hier ganz gemütlich im Wohnmobil zu gucken, während die Kinder auf dem Spielplatz sind. So, da sind wir. Wo sind wir? Auf dem Flughafen sind wir. Gehen wir mal rein, gucken wir, ob die Mama ankommt. Ich habe schon geschrieben, sie ist später heute dran. Und du musst wieder weiterlaufen. Da kommt doch was, oder? Sieht zwar von hier nur aus wie ein Fliegenschiff, aber könnte ein Riesenflugzeug sein. Fliegenschiff. Ich
You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name. But I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. Hier endet heute für euch das Video, denn gewisse Dinge bleiben auch bei uns privat. Wir danken euch fürs Zuschauen und hoffen, ihr freut euch auf die nächsten Videos. Jetzt wieder mit der ganzen Familie auf unserem Kanal Feel Free on Tour. Bleibt gesund und macht's gut.